sieht hier immer so unordentlich aus. Guckt euch mal das hier an. Hier hängen meine Handtücher über meinem Schrank. Das nenne ich mal Studentenleben, Leute. Ja, wenn man zu wenig Platz hat, um seine Handtücher im Bad aufzuhängen, wenn man sich das teilen muss, dann bleibt einem meistens nichts anderes übrig. Gut, worum es heute gehen soll, ich habe diesen Zettel hier im Briefkasten gehabt und zwar jetzt. Es ist eine Lieferung, wahrscheinlich von MyProtein. Ich habe mir nämlich ein bisschen was bestellt und das Ganze ist angekommen, als ich nicht daheim war. Dementsprechend ist es jetzt in einer Postfiliale die Straße hoch. Dort werde ich jetzt gleich mal vorbeigucken. Das kleine Problem, wo habe ich denn mein Handy jetzt hin? Hier. Das kleine Problem, das wir haben, es ist schon 19.35 Uhr und der ganze Spaß hier macht um 8 Uhr zu. Dementsprechend muss ich mich beeilen, aber gar kein Problem, wir schaffen das, das ist nicht weit weg. Ich werde mein Board holen. Hier. Ich bin schon ewig nicht mehr damit gefahren, Leute. Also seitdem ich hier in Mainz wohne, hat es kaum Verwendung mehr gefunden, weil vor allem da, wo ich wohne, in der Oberstadt, ja, das ist auch wirklich die Oberstadt. Also da muss man immer einen Berg hoch und runter und die Straßen sind hier einfach nicht so eben, ja. Also hier sind teilweise nur Kieswege oder Backsteinpflaster, was weiß ich. Dementsprechend ist es halt nicht so geil, da rumzufahren. Aber wenn ich wieder in Karlsruhe bin, spätestens im Sommer für 2 Monate, kommt es wieder mit und dann wird auch wieder rumgecruised. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Ich nehme euch einfach mit. Ich weiß nicht genau, wie groß dieses Paket ist. Das ist auch so eine Sache. Es wird ganz schön schwierig gleich, aber zur Not balanciere ich es auf meinem Kopf oder so und dann, ja, irgendwie kriegen wir es schon hierher. So, dann probieren wir die ganze Sache hier doch mal aus. Wieder diese übel befahrene Straße. Das ist unfassbar. Oh, geil. Was war denn das für ein Auto? Gut, ich probiere mich jetzt hier mal ran. Und wenn ich auf die Fresse fliege, Leute, ruft schon mal einen Krankenwagen. Funktioniert auch noch ganz gut. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals meine ersten Vlogs gedreht habe, war ich auch immer hier auf dem Board und habe meine fette Kamera in der Hand gehabt, wo ich nicht mal wusste, ob ich scharf bin oder nicht. Hier ist echt ganz geil. Das ist so ein bisschen Casey Neistat-Style. Na, klappt doch eigentlich noch ganz gut. Also ich habe wesentlich Schlimmeres befürchtet. Aber, Alter, da macht man einmal seine Haare. Muss ich da unterschreiben? So, wie erwartet, ist hier unten mein Paket. Und ja, also ich weiß nicht so genau. Hätte ich vielleicht doch lieber mit dem Fahrrad herkommen sollen. So groß ist es gar nicht. Zumindest war ich jetzt mal wieder auf meinem Board. Der Herr war übel nett. Ich wollte eigentlich meine Kamera anlassen. Als ich reingegangen bin und habe sie dann aber ausgemacht, weil, naja, wenn du zur Post gehst und da dann den Angestellten filmst, beziehungsweise die Kamera anhast, dann kommt das Ganze eher so ein bisschen doof an immer und ja, aber der meinte, ja, du kannst die Kamera ruhig anlassen. War voll lieb, leider habe ich sie da schon ausgemacht. Aber sowas erlebt man auch nicht oft, weil letztens zum Beispiel im Fitnessstudio hat ein Freund von mir meinen Satz gefilmt, im letzten Video war das, glaube ich, oder im vorletzten. Und da war so ein Mädchen und die war irgendwo im Hintergrund drauf zu sehen. Und dann sofort angeschnauzt, ja, aber bitte, ich will hier nicht zu sehen sein. Und bitte sagt mir das nächstes Mal, wenn ihr irgendwie hier filmt. Und ey, wenn dein Gesicht nicht drauf zu sehen ist, dann ist es doch völlig egal. Außerdem, heutzutage ist alles so öffentlich und jeder ist irgendwie zu finden. Da finde ich schon ein bisschen arg, dass man sich da so krass drüber beschwert. Aber gut, ich werde jetzt das Paket hoffentlich unbeschadet bei mir abliefern. Und ja, dann machen wir es zusammen auf. Leute, ihr seht es, an meinem ganzen Arm ist ja, eine komische, helle, pudrige Substanz. Und wenn ich mir das hier so anschaue, hier, sieht das gar nicht gut aus. Also entweder irgendwas darin ist geplatzt oder wurde aufgeschlitzt oder... Ja, im besten Fall ist nur der Verschluss oben aufgegangen, aber ich bin mir da nicht so sicher. So, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Alter, was ist da los? Meine Haare. Gucken wir doch mal, was hier passiert ist. Ich habe jetzt hier irgendwie kein Messer parat. Deswegen gucken wir mal, ob wir es mit dieser Feile hier aufkriegen. Oh mein Gott, es pudert schon raus überall. Also ganz ehrlich, ich bin immer mega zufrieden gewesen mit MyProtein, aber wenn das hier jetzt diese Ausmaße annimmt, dann
Nicht so geil. Okay. Soweit offen. Schauen wir mal rein. Boah, es riecht auf jeden Fall. Boah, ja. Okay, also folgende Situation. Hier sind so tolle Pufferdinger drin, die das Produkt eigentlich schützen sollen, ja. Das Problem ist, die haben das Produkt nicht geschützt. Alter, ich bin so nass. Ich sag, das Wetter draußen ist unfassbar. Es ist so schwül und die Sonne scheint nicht. Das ist das ekligste Wetter überhaupt. Ja, seht ihr das? Ich weiß es nicht. Aber hier ist überall Pulver drauf. Und das ist extremst ungeil. Ich werde das Ganze mal ein bisschen hier reinigen und dann bin ich gleich wieder zurück. Das Ganze hier ist eine mittelschwere Katastrophe ausgeartet. Und zwar war das Problem, die Packung hier war bereits geöffnet. Und ja, nicht, dass sie ein Loch hatte oder irgendwie aufgerissen wurde. Beziehungsweise doch, sie wurde aufgerissen. Ihr habt nämlich hier diesen Verschluss, den zieht ihr ab und dann könnt ihr die Verpackung eigentlich immer wieder schließen durch diesen Clipverschluss hier. Leider war hier dieser Teil hier ungefähr, schon vorher auf. Sprich, die Mitte ist aufgeplatzt. Jemand hat hier drauf gedrückt und durch diesen Druck hat die Luft natürlich versucht rauszukommen und ist dann am geringsten Widerstand entfleucht und die Verpackung ist aufgeplatzt, ja. So läuft das. Jetzt war halt alles voll mit diesem hässlichen Casinpulver und ihr müsst wissen, Casinpulver ist noch viel feiner, fast schon wie Mehl. Ich glaube, mit Whey wäre es nicht ganz so tragisch gewesen, wobei die Sache war halt, der gesamte Karton hier war voll. Eigentlich, ich glaube, da sind mindestens jetzt 100 Gramm weniger drin, was jetzt nicht schlimm ist, aber es ist halt alles versaut. Hier, Leute, ist doch geil, oder? Hier geht's weiter. Hier habe ich kurz die Kiste abgestellt und ja, darüber brauchen wir wohl überhaupt nicht reden, oder? Also, das Ganze ist sehr ungeil jetzt gelaufen. Aber Leute, da kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Dementsprechend werde ich das jetzt aufräumen und dann gucken wir uns gleich genauer an, was da drin war. Gut, gefühlt 20 Jahre und 200 Liter Schweiß weniger. Haben wir hier einmal ein anderes Paket, das gestern ankam und irgendwie in den Briefkasten wahrscheinlich geworfen wurde, ich bin mir nicht sicher. Ist auch von MyProtein, gehört also zu der Bestellung hier dazu. Das hier ist aber im Gegensatz zu den anderen Sachen heil angekommen. Erste Sache, die ich mir bestellt habe, Handgelenkbandagen. Und zwar, nein, nicht Handgelenkbandagen, Zughilfen, ne? Vor allem fürs rumänische Kreuzheben, dass man sich einfach viel besser auf die Oberschenkelrückseite konzentrieren kann, nicht mehr so viel Kraft ja aus dem Oberkörper, aus dem Unterarm auch aufbringen muss und damit kann man einfach viel isolierter trainieren. Ich persönlich habe sie noch nie ausprobiert, beziehungsweise doch zweimal, aber nur ganz kurz und es ist einfach viel zu wenig Praxis, ja, dass man da wirklich sagt, man gewöhnt sich dran, man kann bereits mit denen trainieren, weil das ist echt eine Gewöhnungssache. Also man muss es ein paar Mal machen. Und ja, dann kommt man da aber auch ziemlich schnell rein und kann den Nutzen dann auch relativ schnell da rausziehen. Gut, das wäre das Erste. Dann als Zweites habe ich hier zwei Packungen meiner liebsten Proteinriegel ever. Auf 75 Gramm, 23 Gramm Eiweiß. Gut, es sind 308 Kalorien, das ist einiges, ne, für den einen oder anderen, keine Frage. Aber dafür schmecken diese Dinger so unfassbar geil, Leute. Ich kann sie kaum mit Worten beschreiben. Das ist wirklich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Man zahlt mit Rabattcode und MyProtein schmeißt die zum Fenster raus wie sonst nichts. Für eine Packung noch 12 Euro oder weniger. Und ihr müsst wissen, da sind 12 Riegel drin. Sprich, nicht mal 1,90 Euro für einen Riegel. Da kann wirklich kaum einer mithalten. Also in der Drogerie, im Lebensmittelladen. Keine Chance. Top Empfehlung von mir, die Protein Brownies in der White Chocolate Chip Flavor Edition. Dann als Nächstes haben wir, ja, machen wir doch hier weiter mit unserem Übeltäter, das Casein Proteinpulver von MyProtein. Und zwar in der Geschmacksvariante Vanille, ganz klassisch. Ich persönlich bevorzuge einfach Casein ein bisschen gegenüber dem Whey Protein, weil erstens ist es viel besser zum Kochen. Es macht diese Masse, ja, je nachdem was man macht, Brötchen, Pancakes etc.,
dickflüssiger und so kann man damit einfach besser arbeiten. Ja? Also wenn ich Whey-Bread nutzen würde, wäre der Teig immer noch ziemlich flüssig. Habe ich auch bei den Brötchen gemerkt, da klebt der richtig an den Händen und man kann gar nicht damit arbeiten. Mit dem funktioniert super und geschmacklich, ja, ist es auch top. Außerdem kann man es gut als Dessert verwenden. Zum Beispiel abends kann man einfach ein bisschen kalte Milch nehmen, 60 Gramm von dem Pulver und gerade 100, 150 Milliliter, je nachdem wie fest ihr, wie dickflüssig ihr haben wollt, reingeben und vermengen und dann habt ihr einen super Pudding beziehungsweise so eine Dessertcreme, ja, also es ist wirklich super, super lecker und ja, ich würde quasi in jederzeit dem Whey vorziehen. Dann das letzte Paket und zwar haben wir hier auch einen meiner Must-Haves sozusagen auch im Aufbau. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was es war, welche Geschmacksrichtung. Ja, genau. Die Cashew-Butter. Ich habe bis jetzt nur Erdnussbutter gehabt, aber habe von allen gehört, dass die Cashew-Butter so unfassbar gut sein soll. Und dementsprechend werde ich die jetzt auch gleich mal probieren. Also die Konsistenz ist schon mal der Burner, Leute. Ich kann es mal probieren. Ja, also es ist mega flüssig. Richtig schön cremig, hell. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Finger, so hygienisch sind wir dann hier mal. Also Leute, was soll ich euch sagen? Super, super cremig, ganz leicht, aber mit so einer leichten Süße auch. Also schmeckt richtig, richtig gut. Ich kann mir die im Müsli morgens oder zum Beispiel als Dip für eine Banane oder so super, super gut vorstellen. Mal gucken, was ich damit anstelle. Jedenfalls, das ist die Cashew-Butter von MyProtein. War kein Fehler, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Und klar, ist ein bisschen teurer als die Erdnussbutter, aber schmeckt auch nochmal ganz anders. Ist echt ein Geschmackserlebnis. Gut, dann wäre es das eigentlich. Ich habe hier noch einen Shaker mitbekommen. Ja, den kriegt man immer dazu, wenn man eine bestimmte Menge an Produkten kauft, beziehungsweise genug Geld ausgibt. Ja, ganz, ganz cool. Ja, ich weiß nicht, ich habe die Shaker, ich habe schon 3-4 Shaker gehabt und die habe ich alle zerstört. Ja, deswegen ist es eigentlich ganz geil, immer einen auf Vorrat zu haben. Und ja, entschuldigt nochmal meine Augenringe und das Ganze drumherum hier. Ich habe das selbst nicht so geplant mit dem kaputten Proteinbeutel. Dann packe ich meine Sachen, denn gleich geht's nach Karlsruhe. So, ich habe jetzt alles gepackt. Ich sehe aus wie so ein vollbeladener Esel. Hier eine Tasche, hier die zweite und da hinten ist noch mein Koffer. Gerade aber eine SMS bekommen, dass mein Bus 25 Minuten Verspätung hat und da sagt man immer, die Deutsche Bahn ist zu spät. Naja, was soll's. Ich lasse mir jetzt noch ein bisschen Zeit. Geh dann runter den Berg, runter und zum Bahnhof und dann geht's ab nach Karlsruhe. Ja, es ist doch immer wieder so eine halbe Weltreise. Entsprechend mache ich mich jetzt gleich auf den Weg, guck noch, dass ich euch ein bisschen im Bus mitnehme und ja, bis später. So, hiermit beende ich dann auch diesen Vlog, denn ja, ich bin jetzt hier im Bus angekommen, bevor noch mehr Leute einsteigen und mich komisch angucken, warum ich in diese Kamera schaue. Dachte ich, beende ich das Video hier, verabschiede euch, wünsche euch eine gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem man es anschaut und ja, es hat gerade angefangen zu regnen, also gerade rechtzeitig. Sehr gut. Also, ciao, ciao.